Das reicht, ich brauche den gar nicht rauszuholen, ich brauche ihn gar nicht in die Hand zu holen. Hier sieht man diese schönen Perlmuttflecken, die der Falter hat. Aber es ist das Rötliche dann, das ist ganz klar der feurige Perlmuttfalter, ein Weibchen. Und vor 20 Jahren wäre das in Bliesgau eine Sensation gewesen, wenn ich den hier gefunden hätte. Also einer der ganz wenigen Arten, die ein klein bisschen häufiger geworden sind. Ich habe da jetzt schon bestimmt 5 gesehen, allein in dieser Wiese. Und dem passiert also gar nichts, ich drücke da auch nicht zu. Ich habe mal eine Markierungsaktion gemacht am goldenen Scheckenfalter. Da habe ich über 400 Falter gefangen. Ich würde sagen, da sind dann nicht 2 verletzt worden bei dieser Geschichte. Und den lassen wir jetzt auch sofort wieder fliegen. Nicht zur Nachahmung empfohlen. So, raus mit dir und der fliegt ganz normal weiter. Ja, wir sind hier in Bliesgau, in Gersheim, praktisch im Zentrum des, Schmetterlingsgroßgebiets Bliesgau, wo wir wirklich die meisten Schmetterlinge finden können. Und hier gibt es diese Kalk-Halbtrockenrasen, die hier so schön sind, wegen den Orchideen. Und hier ist tatsächlich so ein schöner kleiner Weg gemacht worden. Und da kann man auch einfach als Tourist mal hierher kommen, ist genau beschildert mit einzelnen Stationen, kann die Station abgehen und sieht dann in unterschiedliche Lebensräume und sieht vor allen Dingen auch unterschiedliche Pflanzen und Tiere, die hier wachsen. Alles Besonderheiten, aber dieser kleine Weg bildet praktisch so ein, ist ein kleiner Ausschnitt des Bliesgaus und zeigt den Bliesgau von seiner schönsten Seite. Wir sind jetzt hier in den sogenannten Ziegelhütter Moorwiesen. Der Name sagt schon, er gibt schon den Hinweis darauf, es handelt sich also um ein ganz außergewöhnliches Feuchtwiesengebiet hier im Bereich Stennweiler, ein Ortsteil von Schiffweiler. Und die Bedeutung ist so groß oder überregional bedeutend, dass das Gebiet aufgenommen wurde in eine Flächenkulisse des Bundesumweltministeriums, in ein sogenanntes Naturschutz-Großprojekt. Hier geht es um das Thema, wie kann ich die Artenvielfalt durch Landwirtschaft erhalten. Vor 2 Wochen haben hier noch eine ganze Menge an dem breitblättrigen Knabenkraut geblüht, also eine Orchideenart, eine wilde Orchideenart, die hier bis zu 1000 Exemplare. In diesem Frühjahr nicht ganz so viele, weil es war dann doch sehr schnell trocken geworden. Die brauchen eigentlich so ein bisschen nasse Füße, aber das schwankt immer von Jahr zu Jahr. Aber dafür trägt zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland und damit auch das Saarland eine europaweite Verantwortung für diese Art, weil die insbesondere im Saarland noch in relativ guten Beständen vorkommt, aber in vielen anderen Bundesländern nicht mehr. Hier am Rand unserer Feuchtwiese sehen wir jetzt optisch gut wahrnehmbar einen wichtigen Faktor, der für die Artenvielfalt maßgeblich eine Rolle spielt, nämlich das Angebot an Nährstoffen. Man erkennt hier schon einfach an der Wuchshöhe der Gräser, hier am Wiesenfuchsschwanz, erkennt man schon, wie üppig im Grunde die Gräser hier gedeihen. Aber das Ganze geht zu Lasten der Artenvielfalt. Das heißt also, Nährstoffüberangebote oder überhaupt Nährstoffe sind der Artenvielfalt immer abträglich. Und umgekehrt, Nährstoffarmut oder Abwesenheit von Nährstoffen ist immer eine gute Voraussetzung für Artenvielfalt. Das heißt, dort, wo die Wiesen flach bleiben, wo sie lückig bleiben, da haben wir besonders viele Arten. Und dort, wo sie dicht und hoch aufwachsen, dort kommen nur noch wenige einzelne Arten mit diesen Bedingungen klar. Ja, wir gehen jetzt hier von diesem nährstoffreichen Wiesenrand, der hier nochmal so ein Stück weit aufgewallt ist, nach unten und bemerken natürlich sofort, wie die Wuchshöhe nachlässt und gleichzeitig kommt nochmal die Artenvielfalt und entfaltet sich hier in dem niedrig wachsenderen Bereich.
der zudem auch noch im Frühjahr und im Frühsommer manchmal auch noch das Wasser länger hier sammelt und damit dafür sorgt, dass schlichtweg der Grasaufwuchs hier nicht so dominant wird. Und das Ergebnis, das sieht man eben hier. Jetzt sind wir wieder an einem Rand, der ist im Grunde definiert durch den Gradienten an Nässe oder an Feuchtigkeit, sodass hier so ein Korridor von der Nutzung ausgenommen ist, weil die Pflanzen, die hier wachsen, sind als Futterpflanzen einfach für die Landwirte zu uninteressant, aber überhaupt nicht uninteressant für viele Arten. So ist beispielsweise hier die Sumpfgrasdistel für etliche Tagfalter, solange sie blüht, interessant und natürlich auch, steckt ja auch im Namen drin, im Herbst nachher werden die Samen bereitstehen für den Distelfink als Nahrungsquelle geeignet. Also insofern, man sieht mal wieder, jede Art hat ihre Rolle in dem komplexen System. Insbesondere natürlich jetzt auch hier in so einer außergewöhnlichen Fläche, wie wir sie hier vorfinden, in den Moorwiesen der Ziegelhütte. Ja, hier im Hintergrund hört man ganz toll die Feldlerche singen. Vogel des Jahres 2019. Eine bedrohte Art mittlerweile. Offenlandarten werden immer seltener. Und die Feldlerche findet hier in diesem abwechslungsreichen landwirtschaftlichen Feldern optimalen Lebensraum. Hier haben wir Wechselstrukturen aus Wald, Gehölzen, verschiedene Ackerkulturen und eben diese tolle Brache hier. Und diese Brachen sind wirklich ganz wichtig für die Artenvielfalt, damit nicht nur die Insekten, sondern auch die Vögel etwas Nahrung finden können. Nisten, das hört man jetzt vielleicht, tun die Feldlerchen auch eher in den Getreidefeldern. Vielleicht manchen auch bekannt, diese sogenannten Lerchenfenster. Aber hier brauchen sie das gar nicht. Die nisten hier einfach im Feld. Und ich würde jetzt mal so schätzen, ich höre jetzt mal mindestens 5. Also die Brache kommt diesen Vögeln anscheinend schon auch ganz zugute. Könnte etwas breiter sein und man sieht hier wirklich diese schönen Ackerbegleitpflanzen. Der Samen schlummert hier im Boden und wenn der Boden etwas angearbeitet wird, leicht angearbeitet wird, dann wachsen diese Blumen von selbst und bieten eben für Hummeln, hier ist der kleine Feuerfalter, verschiedene Schmetterlingsarten, und Käfer und andere Insektenarten und natürlich auch viele Wildbienen Raum für Nahrung und Nistplätze zu finden und sind wirklich nicht aus unserer Natur wegzudenken. Ja, solche unbefestigten Feldwege wie dieser hier sind auch überlebenswichtig für Insekten. Wildbienen zum Beispiel legen hier in diesem schütteren Bewuchs oder zwischen diesem schütteren Bewuchs in den Feldboden oder in den Weg die Nester an. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, diese unbefestigten Feldwege zu erhalten und nicht zu asphaltieren, weil Wildbienen und auch andere Insekten sonst keinen offenen Boden mehr finden würden, um ihre Nistplätze anzulegen. Das ist jetzt eigentlich ein typischer Platz, wo man in der Natur Wildbienennester finden kann. Und zwar ist das hier so ganz leicht abschüssig und der Boden ist festgetreten und so ein bisschen festgespült vom Regen. Und da können die Bienen anscheinend besonders gut ihre Nester anlegen, wenn das so ein bisschen festgetreten ist. Und der Regen kann auch ablaufen, wenn es so ein bisschen abschüssig ist. Das ist eine gute Wahl für einen Nistplatz.
Ah, da haben wir eine Goldwespe, die parasitiert in Wildbienennestern. Sehr hübsch. Die glänzt so metallisch, grün, rot und ist eben ein Parasit der Wildbienen. Hier haben wir jetzt eine Wespenbiene, wahrscheinlich ist es eine Wespenbiene, beim Nestbau. Und die gräbt jetzt praktisch hier in den Sand verschiedene Gänge und schafft den Sand dabei raus, der überschüssig ist. Und dann entsteht wie so eine Art Gänge im Boden. Das geht bis zu einem Meter bei verschiedenen Arten, gehen die Gänge in den Boden. Und die sind auch teilweise verzweigt mit verschiedenen Nistkammern. Wie es bei dieser Art jetzt ist, weiß ich jetzt nicht genau. Welch eine Überraschung! Im Orchideengebiet Gersheim gibt es Orchideen. Das hier ist eine, die meisten sind schon verblüht. Hauptblütezeit ist der Mai. Und hier jetzt wunderschön noch dieses Dunkelpurpur. Das ist die Pyramidenspitzorchis. Der Name ist klar, weil die Blütenform sieht aus halt wie eine Pyramide mit einer richtigen Spitze. Das ist für eine Orchidee jetzt nicht unbedingt typisch. Und das ist eine der am letzten blühenden Orchideen und diese knallige Farbe ist richtig, richtig schön. Ganz witzig, die meisten Orchideen, die wir hier im Bliesgau finden, gibt es nur auf Kalk. Außer vom Kalk sind das ganz große Besonderheiten und ich war ganz stolz, vor 14 Tagen habe ich ein Vorkommen entdeckt in Neuenkirchen im Gebiet des Naturschutzgroßvorhabens Lick Nord. Das ist also eine Bergbaufolgelandschaft, wo die Hütte praktisch früher mal war und alles eingeebnet worden ist. Und dort habe ich auch ein Vorkommen entdeckt. Das ist dann eine ganz große Rarität hier im Bliesgau, im Gersheim, Orchideen. Standard für uns Kenner, Standard. Da kommen ja ganze Busladungen manchmal an und die werden dann geführt. Für die ist, was es gibt im Saarland Orchideen, habe ich ja gar nicht gewusst. Ne? Die sind schon wunderschön. Das sind schon die Highlights unter den Blüten. Und ist schon was Besonderes, was wir hier sehen. Wenn wir auch ein bisschen satt sind nach der 7845. im Jahr. Dann haben wir doch noch was richtig Schönes für die Jahreszeit. Direkt daneben, die kleinsten sind für mich die schönsten, die habe ich am liebsten. Die Falter und auch die Blumen für den zweiten Blick, also nicht so eine riesige Bullermann an Orchidee, sondern wirklich die ganz feinen mit diesen ganz kleinen Blüten. Und hier haben wir die Bienenragwurz. Warum heißt die Bienenragwurz? Ja, die ahmt tatsächlich eine Biene nach mit ihrer Blüte und hat auch Duftstoffe, mit denen sie Wildbienen anlocken. Und diese Wildbienen versuchen sich dann mit dieser Kunstbiene zu paaren. Und so wird der Pollen von einer auf die andere Pflanze übertragen und so pflanzen die sich fort. Also ganz verrückt, da wird nicht Nektar gesaugt, sondern da wird kopuliert. Und die blüht normal Anfang Mai bis Mitte Mai. Hier haben wir ganz einfach zwei Nachzügler. Warum? Weil hier ist ein großer Schlehenbusch, Weißdornbusch, und der wirft Schatten und hier kommt die Sonne nicht so bei und deswegen ist hier die ein bisschen später dran. Da vorne steht noch einer. Also wirklich, und da ist noch eine dritte. Also wirklich diese kleinen Kostbarkeiten, auf die man auch schnell mal drauf tritt, wenn man nicht aufpasst. Also wirklich immer die Augen aufhalten, wenn man hier durchgeht. Also wunderschön. Hier wird schon das ein oder andere Mal vertrampelt durch den hohen Besucherandrang der einfach Naturinteressierten. Und in einem Gebiet, denke ich, können wir das mal zulassen, dass mal die ein oder andere Pflanze leidet. Die Tiere leiden ja nicht darunter und die 50 drumherum, die haben dann ihre Ruhe. Da haben wir übrigens gleich die nächste Orchidee, die Händelwurz, Gymnadenia. Die blüht normal im Juni, Mitte Juni. Und das ist die, für mich im Bliesgau ist die letzte Orchidee. Dann, wenn die blüht, dann ist die Orchideenzeit vorbei. Dann ist Mitte, Ende Juni und dann ist Schluss. Ja, hier Händelwurz haben wir nicht nur ein oder zwei, die man da sieht, sondern es sind Dutzende, Hunderte. Ja, ich würde sogar sagen, hier an diesem Hang stehen Tausende von Händelwurzpflanzen und verwandeln den Hang so in ein wunderschönes, zart, blass-lila.
diese Orchidee ist eigentlich eine seltene Pflanze, obwohl sie hier so häufig ist, denn außerhalb vom Piesgau brauche ich sie gar nicht erst zu suchen, da gibt es sie nicht. Das ist höchstens noch im Wolferskopf, also bei Merzig und im Nidgau auf Kalk, aber sonst außerhalb vom Muschelkalk brauche ich die Händelwurz nicht zu suchen, gibt es nicht. Und auch nur in Gebieten, die extensiv und naturnah bewirtschaftet und gepflegt und genutzt werden. In Extensivwiesen, wo Silo gemacht wird, da nützt mich auch der Kalk nichts. Da kommt diese Pflanze einfach nicht vor. Da kann sie nicht überleben. Hier haben wir eine weitere Besonderheit dieser Moorwiesen. Das ist die Blattrosette vom Teufelsabiss, so heißt diese Pflanze. Und die wird jetzt im Spätsommer nachher etwa so hohe Stiele ausbilden mit kleinen blauen Köpfchen. Und die tauchen dann nachher diese ganze Landschaft hier in so ein zartes Blau. Das sieht dann so ein bisschen aus, so fast schon ein bisschen Provence-ähnlich. Was aber für die Art noch viel interessanter ist, das ist die Hauptfutterpflanze des goldenen Scheckenfalters. Und wir überlegen tatsächlich, weil die Futterpflanzen hier noch so gut ausgebildet sind in ihrer Häufigkeit, den aktiv wieder hier anzusiedeln. Das heißt, von guten Beständen Eier oder Raupen hier rüber zu transferieren. Entscheidend wird zunächst einmal sein, dass die Mähtiefe diese Blattrosetten nicht mit abrasiert, sondern erhält, dass also das Mähfahrzeug da drüber geht und dass am Ende des Jahres immer noch ein Teil der Wiese über den Winter überdauern kann, wo die Raupen dann tatsächlich überwintern können. Sonst nutzen die ganzen Anstrengungen nichts. Wir brauchen tatsächlich so kleinere Flächen hier in dem ganzen Ensemble, die dann am Ende überwintern, als Überwinterungsquartier für diese Raupen dienen können. Hier in diesem Bioacker wachsen eigentlich die Nutzpflanzen und eigentlich die Pflanzen, die für die Biodiversität entscheidend sind, nebeneinander. Aber am Ende, das muss man sagen, zu Lasten des Ertrages. Und irgendwo ist das am Ende das Thema, was die Landwirte austragen müssen. Aber die Gesellschaft hat es eigentlich auf sie projiziert, nämlich dadurch, dass wir nicht bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, und zwar für die Erzeugung, nicht für den Handel mit Lebensmitteln, sondern für die Erzeugung, also für den Landwirt, dann kann er nämlich am Ende auch mit so einem Acker noch leben. Aber wenn am Ende die Preise nur noch in den Keller purzeln, dann bleibt ihm nichts anderes mehr übrig, als die Waagschale in Richtung tatsächlich Produktion gehen zu lassen. Und dann sind solche Bilder, gehören der Vergangenheit an. Für die Nutzung von Wiesen entscheidend ist natürlich das Endprodukt, das gemähte Gras oder Heu, dass es auch tatsächlich für den Landwirt verwertbar ist. Und da spielt natürlich die Pferdehaltung eine ganz entscheidende Rolle. Pferde sind ja Raufutterfresser. Das heißt also, neben dem frischen Grün, was sie jetzt auf den Wiesen weiden, benötigen sie immer einen hohen Anteil eben auch an Heu. Und vor allen Dingen, sie kommen auch in der Regel gut klar mit spät gemähten Wiesen, was wiederum wichtig ist für das Blütenreich oder Angebot in einer Wiese. Das heißt also, da spielt die Pferdehaltung eine ganz zentrale Rolle. An der anderen Stelle ist eigentlich die Milchviehhaltung im Grunde schon fast gar nicht mehr in der Lage, das Heu, was hier in solchen artenreichen Wiesen gewonnen wird, überhaupt noch sinnvoll einzusetzen. Weil die Tiere, die man für diese großen Milchmengen hochgezüchtet hat, die sind nicht mehr in der Lage, im Grunde dieses Futter noch zu verwerten. Das heißt, der Energiegehalt dieses Futters ist zu gering inzwischen, als dass die noch für die Milchproduktion, sie müssen sozusagen Superbenzin tanken und mit dem Normalbenzin kommen sie nicht mehr aus. Wir sind hier im Landschaftslabor Neuerfindung der Bergmannskuh. So nennt sich dieser Landschaftsausschnitt und er ist Teil eines Naturschutzgroßprojektes. Das nennt sich Landschaft der Industriekultur Nord. Und speziell hier in diesem Bereich geht es tatsächlich um das Thema, wie können wir den Artenreichtum, den es immer noch auf diesen wunderbaren Wiesen gibt, wie können wir den verstetigen, vielleicht sogar fördern.
Und ganz konkret haben wir jetzt vor, mit Landwirten gemeinsam zu versuchen, eine Schmetterlingsart nochmal hier anzusiedeln, nämlich den goldenen Scheckenfalter. Und das wird nur funktionieren, wenn wir die Landwirte quasi für die Rahmenbedingungen, die diese Art benötigt, auch gewinnen können. Das heißt, wir müssen ihnen erklären, was braucht die Art. Sie müssen uns erklären, wie läuft ihre Form der Bewirtschaftung dem möglicherweise entgegen. Gibt es da noch Lücken, die zu schließen sind bei der Förderung, beim Ersatz von Flächen oder anderen Widrigkeiten? Das ist jetzt die Aufgabe, die wir uns hier in diesem Bereich gestellt haben. Was die Flächen hier besonders für diese Schmetterlingsart geeignet macht, das ist das Vorhandensein ihrer Lieblingsfutterpflanze, Teufelsabbiss, der hier noch reichlich vorkommt. Ein guter Anzeiger dafür, dass die Welt der Wiesen hier im Prinzip noch in Ordnung ist. Da laufen wir praktisch den Dorsch jetzt, haben wir ihn schon gesagt. Wir stehen da praktisch drin. Und wenn man sich das hier jetzt anguckt, ne, wird jetzt immer dichter. Und wir haben da jetzt eine riesige Putsche an Pflanze und da ist es wirklich im Juli, August ist es da total hell lila. Ich finde, das sind unheimlich schöne Wiesen. Man sagt, er ist eine Art jung gebliebener Brachen. Also eine Brache, die nicht 10 Jahre steht, sondern eine Brache, die mal da ist, die mal dahin ist, die mal dort ist, die vielleicht mal 1-2 Jahre brachleit und dann noch einmal geschniet wird. Das war früher in der Zeit, wie man das Sens genäht weiß. War das normal. Da ist man nicht mehr immer dazu gekommen. Und da war ein Landschaftsmosaik, wo überall da war, wie es da war, da hat der gemäht, da ist der nicht dazu gekommen. War voll. Ja. Oder war auf der Grube und hat dann nachgeschicht und hat es nicht gepackt. Und, ne? Und da ist da, rund ums Dorf gab es dann 200 Bauern im Prinzip vor 60 Jahren. Die Rauben sind meistens wirklich relativ tief an der Rosette drin. Das heißt, wenn jetzt so tief gemäht wird, wäre die trotzdem stark beeinträchtigt. Sonst würde sie ja überleben. Wenn aber das Mähwerk höher eingestellt wird, haben wir so Versuche gesehen, so ab 12 cm haben sie eine realistische Chance zum Überleben, vor allen Dingen, wenn so kleine Senke drin sind. Ne? Wenn sie gerade dort sind, wo so eine Rinne drin ist, dann haben sie eine realistische Chance. Also wenn man so ab 12, 15 cm kann man die Fläche auch mähen und dann haben sie trotzdem eine realistische Chance zum Überleben. Also wir halten uns immer so an die 8 cm Schnitthöhe. Und das ist ja auch nur eine theoretische, wie Sie schon sagen. Es sind immer wieder Senke da. Dann geht das mehr weg. Dann hat man locker leicht diese 10, 12 cm. Ja. Es muss halt nur dann gerade dort sein, wo die gerade sitzen. Ja. Der Unterschied ist, also manche sagen, sie können die gar nichts verändern. Wir mähen ja mit einem Scheibenmähwerk. Ja, das ist immer so ein bisschen her. Ich will nicht bis unten kurz mähen. Aus nicht so tief wie also ein Kreiselmäher. Ja, ne? Man sieht das ja häufig, wenn gemäht wo ist, dass die Wiese gar kein grüner Teppich mehr ist, sondern dir geht ja eine Gelbtone rein, wenn sie so radikal, natürlich. Und das ist halt eben mit die Gefahr bei diesem Kreiselmäher, mit den großen Kreisel, und wenn man den dann noch etwas stürzt, dann kommt die Messerklinge quasi gegen Wurzelwerk schon. Ja. Das ist radikal, ist immer wieder Mosesin, dass man sagt, oh, der hat aber Motiv gemäht, ne? Dann ist die Wiese gelb. Ne? Mhm. Und das passiert mit den Scheibenmähwerken eher nicht, ne? Weil die den Getriebeboden unter sich mitführen. Das heißt, da hast du schon zwangsläufig unter. Es macht auch nicht viel Sinn, so radikal zu mähen. Nee, man will ja auch schließlich noch einen nächsten Aufwuchs haben. Eben. Man will über dem letzten halben Knoten mehr, dass die Pflanze auch nochmal austreiben kann. So ist es. Und die Wurzelmasse nicht, das habe ich die Woche. Die Wurzelmasse schon mal gar nicht. Ja, hier sieht man, was passiert, wenn der Mensch irgendwann gar nicht mehr eingreift. Dann werden aus Wiesen kommen einzelne kleine Gehölze oder Gebüsche hoch. Zuerst kniehoch, werden immer höher, werden dann richtige Büsche und Hecken. Und irgendwann kommen Bäume durch, vielleicht Eichen oder Kirschen, und es wird ein Wald. Und in 50 Jahren, wenn der Mensch gar nicht eingreift, hätten wir hier also einen Wald. Und deswegen ist es wichtig, dass die Wiesen in regelmäßigem Rhythmus gemäht werden, um dann diese Heckensukzession zurückzudrängen. Also diese Kalkmagerwiesen, diese schönen Wiesen, sind ein Produkt des Menschen. Ohne den Mensch gäbe es die gar nicht. Ohne den Bauern, der das früher von Hand gemäht hat, gäbe es die gar nicht.
Ein moderner Bauer fährt mit seinem computergesteuerten Mähdrescher übers Feld, in seinem Traktor. Er kann sich nicht nur um Naturschutz kümmern. Wenn er 150 Kühe füttern muss, damit er einigermaßen Gehalt kriegt. Das ist eine fatale Landwirtschaftspolitik, die wir betreiben. Oh, da haben wir was Schönes. Oh, da haben wir was Herrliches. Eine Heuschrecke, ganz frisch geschlüpft, noch nicht ausgehärtet. Wir gucken ja nicht immer nur auf Schmetterlinge. Wir sehen ja auch andere Sachen. Wir sehen die Vögel, wir hören die Bienen brummen, wir spüren den Wind. Und wir fühlen die Natur ja auch. Ist ja nicht so, dass man als Schmetterlingsforscher jetzt nur die Schmetterlinge sieht und alles andere interessiert einen nicht. Aber das ist toll hier. Also hier ist das große Heupferd rausgeschlüpft und jetzt ist es wohl ein erwachsenes Tier. Man sieht hier ganz groß die Flügel. Wie bei vielen Schmetterlingsarten unterscheidet sich auch das Schachbrett, die Männchen und Weibchen voneinander. Und zwar hier anhand der Unterseite. Die Unterseite ist vom Weibchen ist gelblich gefärbt und vom Männchen ist weißlich. Und das ist jetzt, wenn ich fast auf die Hand nehme, wenn ich jetzt richtig schwitze würde, es wäre heiß, würde es vielleicht aufsteigen. Na, ich habe es doch geschafft. Die sind nicht zahm, sondern die wissen ja, ich tue denen nichts. Zurück. Sonst fliegst du wieder auf die Blüte zurück, da gibt es wenigstens was zu trinken. Gersheim, hier ist Orchideengebiet, da haben wir wohl vielleicht die meisten Arten. Aber das geht jetzt noch über fünf Kilometer Luftlinie bis nach Habkirchen runter, Rheinheim, Habkirchen, hin sehen wir Niedergeilbach, ein Grenzort zu Frankreich. Dort ist es, dahin geht es Richtung Walsheim, auch dort gibt es Orchideen und das geht dann noch hoch. Ja, bis Herbitzheim etwa, wo wir den Hannigel haben. Überall dort gibt es solche schönen Trockenrasen mit Orchideen und mit unheimlich vielen Schmetterlingen. Von Habkirche bis Herbitzheim, das ist schon ein gutes Stück. Und nicht nur, das ist nicht nur ein, zwei Wieselchen, die anderswo als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden sind, sondern es ist flächendeckend ein richtig großes Gebiet, praktisch der gesamte Südhang hier an der Blies, am rechten Bliesufer. So, das ist jetzt, können wir vielleicht dann nochmal auf die goldene Scheckefelder zurück, wo es vorhin noch total trocken war, furztrocken, wie man im Saarland sagt, haben wir es hier plötzlich richtig nass, also der plötzliche Wechsel von einem Kalk-Halbtrockenrase in ein Kalk-Flachmoor, Quellmoor, wo das Wasser hier austritt und zu sehen hier, sehr schön zu sehen, Wollgras. Und hier zwischen dem Wollgras wächst tatsächlich, da wachsen Pflanzen vom Teufelsabiss. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige Weibchen des goldenen Scheckenfalders ihre Eier abgelegt haben. Die finde ich nämlich regelmäßig dort dann im Juli, August, wenn ich diese ganz kleine Stelle hier kontrolliere, kann ich den also regelmäßig hier finden. Ja, und hier haben wir tatsächlich noch eine Waldhyazinthe im Kalkflachmoor, direkt nebendran das Trockenrasen, aber passt hier ein, passt. Die Biosphäre ist 10 Jahre alt. Es ist noch in einem super guten Zustand, wenn ich andere Biosphärenreservate sehe, habe eigentlich schon gesehen. Aber es könnte noch mehr gemacht werden. Es könnte deutlich mehr in Richtung Naturschutz gemacht werden. Nicht nur in touristischer Vermarktung, sondern in Richtung Naturschutz. Dass es die Wertschätzung erfährt von den Saarländern, die Wertschätzung erfährt, die es verdient. Das ist das Wichtigste. Und dass die Saarländer mal merken, hier haben wir einen ganz besonderen Kulturschatz. Das könnte UNESCO Weltkulturerbe werden und wir müssen auch ein bisschen Geld dafür in die Hand nehmen, dass er so erhalten bleibt und der Kulturschatz ist es wert.